Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Willkommen zu Heimat, die Kunst, gut zu leben. Na, haben Sie heute auch schon übers Wetter gemeckert? Das zählt aber nicht, denn die Natur braucht nach wie vor den Regen und eigentlich ist das ja ein normales Frühjahr. Trotzdem, wir brauchen selber auch manchmal noch Reserven für unsere Seele und da tut natürlich die Kultur gut. Zum Beispiel richtig große Oper. Markus Dietze hat gepostet, dass er in den Beleuchtungsproben ist und dass es etwas richtig Großes wird. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Oper. Schauen Sie mal, Nixon in China. In einer Zeit, in der es auf der weltpolitischen Bühne auch darum geht, wie die USA und Europa ihr Verhältnis zu China in Zukunft gestalten wollen, gewinnt John Adams' 1987 uraufgeführte Oper Nixon in China besondere Aktualität. Neben 9 Solistinnen und Solisten des Musiktheaterensembles und dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie wirken nicht nur der in dieser Produktion auf 65 Personen erweiterte Chor, sondern auch das gesamte Ballett des Theaters Koblenz sowie 2 Kameramänner und 4 Puppenspielerinnen und Puppenspieler mit. Neben der Abbildung der epochalen Bedeutung, die Nixons Reise 1972 hatte, beschäftigt sich das Libretto Alice Goodmans auch mit der persönlichen Einsamkeit der Hauptfiguren und ihrer Auseinandersetzung mit unwiederbringlich verlorener Zeit und verpassten Gelegenheiten. Die CGM Arena mit ihrer ganz eigenen architektonischen Theatralik wird das Spannungsverhältnis zwischen Monumentalität und individueller Einsamkeit besonders eindrucksvoll erfahrbar machen. Tickets unter www.theater-koblenz.de. Ja, und vom Theater der Stadt Koblenz kommen wir zur Festung Ehrenbreitstein. Natürlich der Kulturberg in der Region. Dort gibt es ja zahlreiche Bauarbeiten und wir hatten jetzt die Gelegenheit, die Steine sprechen zu lassen. Die Festung Ehrenbreitstein. Heute ein Kulturzentrum. Wir versuchen ja an ganz unterschiedlichen Stellen dieser Festung, überall dort, wo historische Schichten zutage treten oder historische Nutzungen, die Menschen mitzunehmen. Und so können uns jetzt die Steine Geschichten erzählen, sofern man den richtigen Übersetzer findet. Hier waren im Friedensbetrieb auch Soldaten untergebracht und Preußen hatte keine großen Schlafsäle in den Kasernen, sondern immer Stuben, in denen eine Korporalschaft, eine Gruppe untergebracht war. Das heißt, in einem solchen Raum waren dann bis zu etwa 12 Mann untergebracht. Und die haben hier gegessen, geschlafen, alles? Genau, die haben hier im Grunde einen großen Teil ihres dienstlichen Alltags verbracht. Man hat sich hier morgens nach dem Schlafen auch mit der Waschschüssel gewaschen. Man hat hier das Frühstück zu sich genommen, hat die Mahlzeiten zu sich genommen, weil es hier keine Speisesäle gab. Aber auch die Putz- und Flickstunde fand hier statt und auch ein großer Teil der Freizeit wurde in der Stube verbracht. Ja, wie stelle ich mir das denn vor? Ich meine, wir sind jetzt ja auf einer Baustelle im Winter. Es ist ziemlich kalt. Konnten die damals heizen? Also sämtliche bewohnten Räume der Festung hatten eine Heizmöglichkeit, und zwar einen Kanonenofen aus Gusseisen. Und wir haben hier die Nische für einen solchen Ofen. Wir sehen auch hier oben noch die zugemauerte Position des Ofenrohrs. Dahinter steckt eben ein Kamin, der durch das Dach abgeleitet wurde. Und zusätzlich bekamen die Kasematten immer noch hier am höchsten Punkt unterm Gewölbe eine weitere Öffnung, die man im Kriegsfall auch dann aufklappen konnte, um den Rauch, der beim Abfeuern der Geschütze entstand, dann eben auch durch diese Kaminschächte entweichen zu lassen. Die Festung Ehrenbreitstein wird auch in diesem Sommer wieder viel zu bieten haben. Wir sehen uns auf dem Kulturberg Ehrenbreitstein.
Ja, und wer noch mehr lernen möchte, auch der ist natürlich auf der Festung Ehrenbreitstein richtig. Ganz oben gibt es ja die Zeitgärten und in denen wird eine Menge erklärt. Jörg Hahn weiß mehr. Hey, ihr kennt doch alle Cäsar. Ich kann euch dazu sagen, der war nicht nur Feldherr, sondern er hatte so ein bisschen auch mit Gärten zu tun. Nämlich, als Cäsar 56 vor Christus unser Rheinland hier erobert hat, hat er in der Folge jede Menge von Handwerkern, Händlern, Glücksritter und so weiter hier mit dafür gesorgt, dass die ins Rheinland kommen konnten durch diese Eroberung. Und die haben auch römische Lebensweise mitgebracht, wie zum Beispiel Bauweise von Häusern aus Stein oder den Wein oder Glas. Glasobjekte, die waren furchtbar sehr teuer vorher. Jetzt gibt es die schon etwas preiswerter. Schrift und die Gärten. Hier habt ihr so die Anmutung eines römischen Gartens. Und ich will euch jetzt erklären, dass es tatsächlich mehrere Punkte gibt, die wir vom Römergarten haben und die wir bis heute in unseren Gärten kennen. Das erste hier, Wasser im Garten. Das durfte auf gar keinen Fall fehlen, denn in einem römischen Garten, man konnte das Plätschern hören, man konnte dem Wasser zusehen, wie es floss, aber über die Verdunstung des Wassers kühlte es den Garten. Das war ganz wichtig. Zum Zweiten haben wir hier den Wein. Heute ist Rheinland-Pfalz das größte Weinanbaugebiet bundesweit. Damals brauchte man den Wein, also die Weinreben, nicht nur für Früchte und für den Wein selbst herzustellen, sondern auch, um, wenn man sie an Schnüren über einen Innenhof gezogen hat, konnte man damit den Garten beschatten, also auch noch mal kühlen. Dann, was ihr hier vielleicht nicht so gut seht, aber was ganz wichtig ist in einem Garten, Wegeführungen. Die Römer waren die Ersten, die Wege ganz speziell im Garten hatten. Dann haben wir, nicht zu vergessen, Sitzmöbel im Garten. Hey, die Römer waren die Ersten, die ausdrücklich Möbel, die wetterfest waren, in den Garten gestellt haben. Kennt ihr, haben wir heute noch, geht mal in ein Gartencenter, da könnt ihr aus etlichen Variationen von Gartenmöbeln auswählen. Dann haben wir, und das kann ich euch hier leider nicht zeigen, weil wir es nicht haben, aber ganz wichtig, es durften in einem römischen Garten keine Figuren fehlen. Ja, diese weißen Marmorfiguren, wie wir sie heute in Gartencentern aus Gips kennen, die waren früher tatsächlich aus Marmor, weil man den besonders schön modellieren, meißeln konnte. Aber die waren nicht weiß, sondern sie waren ganz bunt, sehr bunt für unsere Verhältnisse, bemalt. Und als sie dann paar hundert Jahre in der Erde waren, ist die Farbe abgegangen und im etwa vor 500 Jahren begann man, sie wieder auszugraben und da waren sie nur noch weiß. Also war die Idee, Römer hatten weiße Figuren. Und als letztes, natürlich dürfen wir das gar keinesfalls vergessen, Blumen im Garten. Hey, natürlich, Blumen sind heute das Wichtigste in einem Garten. Bei den Römern waren sie erstmalig dabei, denn vorher, zum Beispiel bei der Bronzezeit, bei den Kelten, da musste der Garten immer noch etwas produzieren. Da ging es nicht so sehr darum, dass der schön aussah, sondern hauptsächlich, dass er Nahrung, Medizin produziert hat. Das war's für heute mit Heimat, die Kunst, gut zu leben. Nächste Woche sehen wir uns wieder dann mit einer ganz besonderen Ausgabe. Ich freue mich auf Sie und sage bis dahin alles Liebe. Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.